ist Timo Hölzle. Herzlich willkommen zu meiner Besprechung des Konzepttests Prozessentropien. Es geht um die Frage, bei welchen der vier hier genannten Prozesse die Entropie des Systems zunimmt. Damit meine Schönheit nicht vom Thema ablenkt, werde ich jetzt besser aus dem Bild gehen. Zuerst müssen wir den Begriff der Entropie erklären. Die Entropie, abgekürzt mit dem Zeichen S, ist eine Zustandsfunktion, die Aussagen darüber ermöglicht, ob ein Prozess freiwillig abläuft oder nicht. Die Gesamtentropie des Universums nimmt bei jedem Prozess zu. Die Entropieänderung lässt sich berechnen durch Q durch T, wobei Q die Wärmemenge eines reversiblen Prozesses ist und T natürlich die Temperatur. Die Entropie kann man auch als Maß für die Unordnung oder das Chaos eines Systems betrachten. Die Gesamtentropie des Universums kann nie abnehmen, sondern nur gleich bleiben oder zunehmen. Man sagt auch, die Entropie des Universums strebt einem Maximum entgegen. Um die erste Frage beantworten zu können, müssen wir noch den Begriff Entropieelastizität erklären. Es bedeutet, dass Makromoleküle nach einer Verformung wieder in den vorherigen Knäuelzustand zurückkehren. Ein gutes Beispiel ist ein Gummiband, das man so weit dehnt, dass es nicht reißt. Wenn man loslässt, zieht es sich wieder zusammen und hat die gleiche Form wie vorher. Kommen wir zu Frage A. Man sieht in der Skizze ganz gut, dass die Unordnung bei der Dehnung abnimmt. Also ist die Antwort nein. Die Entropie nimmt nicht zu, sondern ab. Bei Frage B dissoziiert ein ideales Gas. Als Beispiel, ein Molekül N2O4 wird zu zwei Molekülen NO2. Da der Prozess freiwillig abläuft und man sagen kann, dass zwei Moleküle mehr Unordnung sind als eins, ist die Antwort ja, die Entropie nimmt zu. Zu Frage C. Ein ideales Gas wird erwärmt. Die Gleichung zur Berechnung der Entropieänderung muss man nicht unbedingt genau ausrechnen. Man kann erkennen, dass bei gleichem oder größerem Volumen und bei größer werdender Temperatur das Ergebnis positiv sein muss, da der natürliche Logarithmus einer Zahl größer 1 immer positiv ist. Das heißt, die Entropieänderung ist positiv. Man kann es auch vereinfacht beantworten. Je höher die Temperatur ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen, was natürlich mehr Unordnung bedeutet. Also ist die Antwort bei C, ja, die Entropie nimmt zu. Bei Frage D geht es um das Schmilzen eines Festkörpers zu einer Flüssigkeit. Als Beispiel habe ich hier eine Skizze von Wasser in Eisform und als Flüssigkeit. In Eisform sind die Atome in einem Kristallgitter angeordnet. In flüssiger Form können sie sich trotz sich bildender Wasserstoffbrückenbindungen, hier gestrichelt gekennzeichnet, viel freier bewegen, was natürlich mehr Unordnung bedeutet. Also ist die Antwort zu D auch, ja, die Entropie nimmt zu. Hier nochmal zusammengefasst, die mit Nein beantwortete Frage in Rot gekennzeichnet und die mit Ja beantworteten Fragen in Grün gekennzeichnet. Ich hoffe, das war anschaulich und leicht verständlich erklärt. Danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.